Ich bin jetzt hier. Bermuda-Dreieck, ja. Wo soll er denn sein hier? Hier ist kein Mensch. Was soll ich also machen? Soll ich wieder abhauen? Wo sollen wir uns treffen? Ja. Ralf. Ralf. Bist du David Hein? Der bin ich. Ah, ey, ich hör auf, der ist gekommen, alles klar. Tschö mit Ö. Du, dann zeig mir mal Bochum. Jetzt zeige ich dir mal Bochum. Wo geht's lang? Hier sind Bochumer und wir gehen zuerst. Da gibt's Currywurst. Zu Dönninghaus. Das nennt man hier das Bermuda-Dreieck, ne? Weil hier eben sehr viel so am Wochenende Leute aus benachbarten Städten hierher kommen, um sich hier zuzuknallen. Ah, ja. Und dann ist der ein oder andere über das ganze Wochenende verschollen. Ja. Genau. Sehr gut. Ich sehe, und du hier, kennst dich auch aus. Das ist hier Dönninghaus, das ist die beste Wurst, die es gibt. Ich hätte gerne eine mit Pommes, bitte. Ja, dann machen Sie zwei. So, ja. Einmal für Pommes mit Glückshormonen. Also ich habe ohne Glückshormone dann. Ja, hat das gar nicht mehr nötig, ne? So, jetzt bin ich gespannt. Die Wurst oder die Currysoße, was ist das Beste? Beides, so zusammen eben. Also als Berliner muss ich sagen, das finde ich richtig gut. Ja, das ist gut. Bist du hier früher viel unterwegs gewesen? Als ich früher hier gewohnt habe, da war das noch nicht ganz so. Dass hier, diese Läden gab es noch nicht, die so groß, ne? Mhm. Ist so zugebaut, dass man gar nicht mehr richtig erkennt, dass da ein Kino auch ist, ist es? Du hast gerade schon eine Adresse weitergegeben. Du machst jetzt auch wieder einen Kinofilm demnächst oder ihr seid gerade dabei? Als ich in den Beruf angefangen habe, ne? Vor vielen, vielen Jahren? Ungefähr 40 Jahren. Ne? Ach, krass. Da wurden allein deutsche Serien immer zwischen 100 und 110 parallel produziert. Also auch teilweise in Österreich am Berg oder Schweiz am See oder so, aber deutsche Serien, ne? Ja. So, und dann irgendwann fingst du an mit Barbara Salisch oder irgend sowas im Fernsehen, ne? Also so Gerichtssendung. Oh, das kostet ja nichts. Dann hat der Gegensender auch so ein Ding gemacht, haben sie die zweite gemacht. Gegensender auch zwei, dann fing sie an mit Jugend und so weiter. Weißt du, ja, ne? Ja, genau. So wurde das immer billiger alles. Und natürlich auch nicht, also immer niveauloser. Ne? Ich habe mal einen Dreh von Berlin Tag und Nacht bei mir um die Ecke erlebt. Das war auch so, da kommen sie dann die Schauspieler raus und sie stolperte beim Rauskommen. Und der Regisseur, in Anführungszeichen Regisseur, meinte dann so, ach komm, wirkt authentisch, wenn sie stolpert. Dabei hat sie fast auf der Nase gelegen. Also da wird dann wirklich ja nicht mehr wiederholt. Das ist einfach nur. Das sind ja auch keine richtigen Darsteller. Ja. Die werden ausgesucht nach Typ und fertig. Ne? Weil die eben, was man ja heute sagt, man ja nicht mehr, ich will bekannt werden, sondern berühmt. Ne? Ja. Berühmt. Ja? Ich bin oft schon darauf angesprochen worden, ey, du bist doch berühmt, oder? Und dann habe ich jedes Mal, habe ich dann geantwortet, weil ich ehrlich sein will, nein, nein. Keinesfalls. Ich bin vielleicht bekannt, aber berühmt ist. Robert De Niro. Michael oder Jackson. Sowas, ne? Irgendwie sowas. So, das ist berühmt auf der ganzen Welt. Ne? Und das bringt also so nichts. Und dann haben wir irgendwann gedacht, komm, das muss man selber machen. Und so sind wir jetzt gerade dabei, so eine Geschichte zu schreiben, die so ein bisschen basiert auf so Filmen, die ich mal mit dem Peter Thorwart, mit dem Regisseur, gemacht habe. Sowas wie Bang Boom Bang. Da gab es erst Bang Boom Bang, dann gab es Was nicht passt, wird passend gemacht und als drittes Goldene Zeiten. Und in den drei Filmen war ich einmal ein Ausbrecher, einmal Bauarbeiter, einmal so ein Puffbesitzer. Und die hießen immer mit Nachnamen Grabowski. Ah. Also eigentlich Brüder. Und so kam mein Sohn dann auf die gute Idee, mein Sohn Maxwell, komm, wir machen das jetzt selber, so dass eben alle drei Grabowski-Brüder in einem Film auch auftauchen. Ach so, okay. Ja. Du spielst ja quasi mehrere Rollen in diesem einen Film. Aha, cool. Also ich muss sagen, die Currywurst war wirklich einsame Spitze. Die Glückshormone fehlen mir. Hier in Bochum ist ja alles ziemlich nah beieinander. Ne? Brauchen wir nur hier um die Ecke zu fahren. Dann sind wir schon in meiner Schauspielschule, also da, wo ich früher war. Ah. Ich kann es schon mal angucken. Das ist so ein ganz kleines Häuschen, kaum zu finden. Lass mal hin. Ja, ist zu, ne? Ja, hier ist Feierabend. Denn heute brauchen wir ja auch keine Schauspielschule mehr. Wenn man einmal bei Lenzen und Partner mitgespielt hat oder bei Berlin Pipi Kaka, dann darf man sich Schauspieler nennen. Überleg dir mal. Überleg dir das mal. Das ist die Westfälische Schauspielschule und auf der Schule war ich. Wie lange bist du hier auf der Schule gewesen? Und was macht man eigentlich so auf so einer Schauspielschule? Das hatte sich so ergeben. Also es war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh, ich will unbedingt zur Schauspielschule irgendwann. Hier sind gerade Aufnahmeprüfungen, also Anmeldungen dafür. Und dann dachte ich so kurz entschlossen, das mache ich jetzt. Ne? Deswegen war ich auch eigentlich ein bisschen zu spät schon. Die haben mich aber noch zugelassen, weil ich eben von den ganzen Leuten nur
einer von zweien aus Bochum war. Ne? Ah, okay. Die anderen, die kamen, hatte der Geier. Die hatten schon Prüfungen hinter sich in Hamburg, in München. Und die kamen dann und haben so ihre Trainingshose und ihre Schülchen ausgepackt und so. Ich dachte, das ist ihr Beruf, zu Prüfungen zu gehen. Ne? Mhm. Na ja, gut, dann haben sie mich halt zugelassen. Ich konnte dann aber auch nur zu wenig, man muss dann drei Rollen soll man vorsprechen, die okay. so ein bisschen verschieden sind. Das konnte ich auch nicht so schnell mehr machen in den zwei, drei Tagen da. Ne? Und dann kamen sie auch direkt so, ja, was glauben Sie denn? Hier, Sie sind gar nicht vorbereitet, Sie können ja gerade nur. Und so Bochumer, also Ruhrgebiet, ist so eigentlich bekannt dafür, dass die Menschen hier relativ direkt sagen, was sie denken. Mhm. Und das habe ich dann auch zu denen gesagt. Ja, wenn ihr mich nach einer Minute, wo ich ja schon ein Stück von drei Minuten aufgesagt hatte, wenn ihr mich nach einer halben bis einer Minute nicht beurteilen könnt, ob ich Talent für so eine Schule genug habe, dann bin doch nicht ich hier falsch aufgehoben, sondern ihr. Ne? Okay. Ihr seid doch die Prüfer. So, und dann haben sie mich auch tatsächlich genommen. Und letztendlich bin ich dann nach zwei Jahren bin ich dann wieder rausgeflogen. Und was man den Leuten hier so beibringt, ist eben, dein Körper ist dein Instrument. Wenn du den Quatsch wirklich verinnerlichst und du gehst ans Theater, dann quetscht dich jeder so weg, weil das alles Rampenhuren sind. Ne? Da kannst du nicht überleben. Aber du giltst ja als einer von Deutschlands besten Schauspielern aus deiner Generation. Und das muss ja irgendwo hergekommen sein. Also wenn du es hier nicht gelernt hast, beziehungsweise nur Anfänger. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, einfach so. Der ist der Beste oder der ist der Zweitbeste. Das haben oder so. Die nachgemessen. So, ne? Das hat man gemessen. Das so, hat man nachher. Ja. Es gibt Lineale, da wird das angezeigt. Die legst du an den ich Fernseher. Auch, ja, deswegen gehe ich auch, wenn ich zum Arbeiten gehe, immer mit Zirkelkasten und Geodreieck. Siehste? Das sind meine wichtigsten Utensilien. Macht das, ne? Genau. Ja, ja. So, das lässt sich wohl eher so in der Beliebtheit und ich hoffe auch ein bisschen so in der Ausstrahlung messen. Ja, der Kult, oder so, der Kult, ja? Ist ja auch, du bist ja heute noch Kult. Man darf das auch selber nicht so übertreiben, denn Eitelkeit tut dir selber am meisten weh am Schluss. Ne? Und jetzt sagen wir mal, das Boot, zum Beispiel das Boot, gutes Beispiel, ist ganz bestimmt nicht wegen mir zum Kultfilm geworden. Denn da war ich, so wie die anderen auch, Kanonenfutter. Es gab so zwei Szenen, glaube ich, oder drei in einem Kinofilm, wo ich ganz gut zu sehen war, weil ich und der Herrn Vedder und ich, wir beide für die versauten Scherze zuständig waren. Und deswegen bin ich über diese vielen Kultfilme, wo ich drin war, eben irgendwie selber zu so einem Kultdarsteller geworden. Oh ja. Also so, ne? Was übrigens auch nachgemessen wurde, ist, dass ich der weltgrößte Fußballfan bin. Und deswegen möchte ich, dass mir du. Das ist deine große Leidenschaft auch, ne? Ich finde das klasse, so ins Stadion zu gehen, ne? Und so die Bewegung da und wenn Fans so richtig abgehen und so weiter. Und wenn es dann noch einen Grund gibt dafür, deswegen braucht man eine Mannschaft, zu der man hält. Ja. Und das ist selbstverständlich bei mir der VfL. Der gute VfL Bochum. Und da können wir jetzt mal hinfahren. Ne? Dann gehen wir da hin. Gut. Von Bochum ist das hier. Sehr schön, sehr schön. Das Grün sticht ja richtig in den Augen. So ein schöner Rasen. Ja. Hier fühlt man sich zu Hause. Naja, und dann ab nächstes Jahr müssen sie ja das Publikum für die erste Liga halten. Jetzt. Aber man soll es ja nicht beschreien. Ne? Ja, also ich aber, man weiß, was passieren kann. Man weiß, was passieren kann, klar. Bist du häufiger hier? Also schaust ich du dir gerne jedes hin. Spiel? Ja, jedes Spiel schaffe ich leider nicht so, weil ich auch viel zu viel unterwegs bin. Aber ich gehe hier total gerne hin, das ist immer klasse. Oh komm, lass mal da. Ja, können wir mal raufgehen, klar. Ah. Schön, ja. Ich finde das ja super, wenn man Katze hat so was sehr Friedliches, finde ich. Wenn du gerade kein Spiel ist und so. Und dann, wenn man das vergleicht, was für eine Stimmung ist in so einem Stadion. Weil man weiß, wofür das gemacht ist. Für den Schrei von zigtausend Leuten. Und wenn dann so Ruhe ist, schöne Sache. Dann wirkt es sehr friedlich, das stimmt. Jetzt kann ich es ja zugeben, ich habe überhaupt keine Ahnung von Fußball. Ich weiß nichts davon. Aber mit allen, mit denen ich bisher unterwegs war, oder fast allen, die haben mich, Olli Pocher hat mich ins Leipziger Stadion geschleppt. Ja, der Olli, der hat auch Ahnung vom Fußball, auch viel mehr als ich. Ja? Ich habe auch nicht so viel Ahnung. Ich liebe das eben mehr. So, also mein Grund ist mehr herzugehen, die jetzt so, wie die Fans abgehen und so weiter. Also, Und die Bochumer Fans sind halt
sehr bodenständig so. Ne? Hier sind sie total nett. Wenn wir irgendwas selber mal brauchen zum Drehen, die freuen sich, wenn wir kommen und so. Die ist ja auch jetzt, haben sie sofort die Reihe. Ja, finde ich super. Ne? Also bisher durften wir immer nur vor dem Stadion stehen. Das erste Mal dürfen wir auch rein. Ja. Das finde ich super. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass wir auch ins Bergbaumuseum kommen. Ja, ich meine, ins Bergbaumuseum, da müsste man ja, wenn man das richtig so erfassen will, dann müsste man ja unter Tage fahren. Ah, weißt du, das macht ja das Bergbaumuseum aus. Das ist schon ein bisschen größerer Aufwand. Aber auch von außen sieht man schon, da ist ja der Förderturm drüber in so einer hellgrünen Türkisfarbe, irgendwie so eine Schockfarbe, Neonfarbe. Ja? Also man kann von außen auch schon was sehen. Man erkennt, dass es was ist. Das jetzt hier, das ist jetzt mal so ein richtiges Wahrzeichen von Bochum. Mhm. Das Bergbaumuseum. Ich war da natürlich auch schon, das ist toll. Man fährt runter, richtig weit runter mit dem Fahrstuhl. Und da unten kann man sich dann kilometerweit kann man da so durch die Stollen gehen und so. Früher war es ja tatsächlich noch so, dass du so Vögel als Frühwarnsystem hast. Das werden meine Zuschauer werden das wahrscheinlich gar nicht wissen, dass du oben einen Gasleck herauszufinden hast, du dir einen Vogel hingesetzt, der dann angefangen hat zu zwitschern. Panisch. Beziehungsweise vielleicht Umfeld. Dann war es schon zu spät. Ja, ja, ja. Und dann war ja auch, bevor es dann die Züge gab unter Tage, gab es Pferdekutschen. Ach. Und da waren Pferde, die waren blind, weil die nur unter Tage waren. Die lebten da. Okay. Während ja die Arbeiter immer wieder rausfahren zu ihren Familien, blieben die Pferde da unten. Also die hatten Stelle dann da unten? Die hatten Stelle da unten. Ne? So, aber das ist eben jetzt so ein richtiges, weithin sichtbares Merkmal von Bochum. Was aber auch ein Merkmal ist, nicht nur von Bochum, sondern überhaupt vom Ruhrgebiet. Das sind natürlich, wo man in Berlin dazu sagt, hier Laubenpieper, die Schrebergärten. Aha. Und Schrebergärten befinden sich gleich da vorne. Da könnten wir mal von oben so einen Blick drauf werfen, dass man mal sieht, wie schön das aussieht und wie wohl sich die Menschen da fühlen. Ne? Gehen wir mal rüber. Ja, das ist auch eben, guck mal, als die Bergleute, die haben ja auch nicht so viel Geld gehabt. Ne? Nee. Und mit so einem Ding, da brauchst du gar nicht mehr in den Urlaub zu fahren. Ja, nee, im Ernst, ne? Das ist schön. Da haben sie ein Gärtchen, da kommt dann, wenn der Opa so ein Ding hat, da kommen dann die Enkel auch und so. Und da ist dann am Wochenende richtig trara. Man kennt sich untereinander und so. Und das ist, ja, ist schön. So, hier in dem Haus, da bin ich aufgewachsen. Also hier? In dem hier, ja, ja. Und dieses Haus, das hatte mein Vater war Architekt, der hatte das hier gebaut mal irgendwann. Ah, okay. Und das sind da vier Einzelne, so. Und dann waren die nebenan ausgezogen. Wir wurden immer mehr. Wir waren dann hinterher acht Kinder. Acht Kinder? Ja, acht. Sieben Jungs, ein Mädchen. Und dann, sieben Jungs. Ja, und dann hatte mein Vater das Ding mit übernommen noch, wo die Leute ausgezogen waren. Oben und unten hatten wir einen Durchbruch. Und dann kannst du dir vorstellen, die Freunde kamen verstärkt zu uns, weil die alle sofort so hier so wohnten, in den Mietshäusern. Da kannst du jetzt weniger Besuch empfangen als in einem eigenen Haus. Also kamen die vorwiegend zu uns. Das war wirklich eine wunderschöne Kindheit. Das kann ich mir echt gut vorstellen. So, da habt ihr ja auch fast eine kleine eigene Fußballmannschaft dann gehabt, wenn ihr sieben Jungs wart. Ja, wobei nur meine Schwester im Fußballverein war. Ach, ja. Ach krass, okay, alles klar. Ja, ja. Apropos Zocken, ich habe dich letztens auf der Gamescom gesehen. Bin ich langgelaufen und du saßt da? Die Zeiten ändern sich. Heute spielt man elektronisch, ne? Und dann mache ich auch gerne. So, früher habe ich zum Arbeiten, ne, weil ich ja, wenn ich arbeite, wie so Montagearbeiter so ein bisschen unterwegs bin. Ne? Und dann bin ich lieber im Hotel geblieben, als einfach abends dauernd auszugehen. Ne? Ja. So, und dann habe ich also vorwiegend Adventures. Ne? Was, ich glaube, das erste war damals, was ich gespielt habe, war Zelda, A Link to the Past. Ah, guck an, gleich ein auf Super Nintendo. Ja, so, ja, ne? ja. Und jetzt im Moment freue ich mich drauf und erwarte mit Spannung, das Fallout 4 von Bethesda. Gut. Ich hatte nämlich gesehen ein Foto, wo du mit dem PR-Mann Peter von Langhofer, Langhofer da saß. Ja, ja, genau. Und da dachte ich so, hey, was macht der? Ja, der Peter Langhofer, der arbeitet bei Bethesda. Und die machen halt besonders gute Adventures. Ja. Dishonored kam von denen. Besonders, ja. Und all solche Klamotten. Hast du schon gespielt The Last of Us?
Ja, habe ich schon gespielt. Das ist auch klar. Ein bisschen traurig, ne? Ja, also ja, traurige Momente. Ich fand das auch super. Es gibt diesen einen richtig tollen Moment da, wo diese Grafen da auf einmal durchs Bild laufen. Wo ach so, ja, wenn sie plötzlich in die Stadt reinkommen. Ja, genau. Das fand ich richtig toll. Ja, also, das war geil. Also wirklich richtig klasse Effekte. Wir sollten mal zusammen nächstes Jahr auf der Gamescom zocken. Am besten FIFA. Das können wir auf jeden Fall machen. Klar, wir können uns da mal was vornehmen. Es gibt auch Leute, die einfach ein Spiel sich nehmen und das zocken, ne? Und dann eine Kamera drauf, wie die zocken und dabei reden. Völlig absurd sowas. Ist absurd, aber ist auch cool. Wir beide revolutionieren die Let's Plays. Wir suchen uns da was Schönes aus und ziehen das dann durch, klar. So. So. Jetzt gehen wir wieder weg, ne? Wir gehen weg, aber ich sag dir schon mal Tschüss, Ralf. Danke. Danke für den Tag, hat Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir gehen einfach noch ein bisschen spazieren und du zeigst mir mal deinen Kindergarten von früher. Gibt's den noch? Das ist der da. Ja. Sieh mal, wie einfach das auch war. Das ist quasi, du bist... Die sind nur über die Straße, machen wir da.